Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein und wir sind wieder zurück in Kastilien. 1526 ist es und dann an der Spitze Kastiliens steht noch immer Fernando der Fünfte. Und der gute Mann, der ist 48 Jahre alt, ja, quasi in der Blüte seiner Jahre, wenn man das so sagen darf. Und er hat sich bisher vor allem hervorgetan als jemand, der sein Augenmerk hier nach Amerika gerichtet hat, durch den erfolgreichen Krieg gegen die Indianer hier in Mittelamerika im Vizekönigreich Neukastilien, das er enorm vergrößert hat. Er hat seine Augen abgewendet von dem, was hier in Mitteleuropa passiert, nämlich Österreich, der Kaiser, der katholische Kaiser, der hat hier ein wahres Vabanspiel begonnen, das ihm jetzt zum Verhängnis zu werden droht, denn er hat versucht, Pressburg zu erobern und sich dadurch mit dem protestantischen Böhmen angelegt. Und das ist ein heftiger Krieg geworden, liebe Freunde, so sieht das im Moment aus. Österreich mit Großbritannien und Kastilien und natürlich dann dementsprechend Aragon und Neapel gegen eine große Allianz aus Böhmen, Polen, Litauen und Dänemark. Tja, und weil unsere Truppen, die Truppen des Königs Fernando, in Amerika gebunden sind, ist Österreich auf sich allein gestellt. Großbritannien kämpft etwas mit, aber auch Aragon und Neapel sind dabei. Ja, aber hier haben sogar schon die Polen die Abruzzen besetzt, aber hier sind schon die Aragonesen und auch die Truppen aus Neapel dabei, diese Provinz zurückzuerobern. Der Kriegsstand liegt bei minus 51%, was ziemlich heftig ist. Und es sieht ja so ganz aus, als würde Österreich, als würde der Kaiser diesen Krieg verlieren. Und da können wir sehr gespannt sein, was das für das Machtgleichgewicht bedeuten wird. Werden sie möglicherweise sogar Provinzen verlieren? Hier, das ist schon alles durch Böhmen erobert und vor allem hier oben in den österreichischen Niederlande, da stehen dänische Truppen hier, große polnisch-litauische Truppenverbände, hier sogar Bosnien und vor allem natürlich auch die Böhmen. Tja, das sieht hart aus. Und allerdings, ja, sind die Feinde auch wirklich so weit entfernt und Fernando hat auch keine große Lust jetzt hier, kastilische Soldaten zu opfern für so ein fragwürdiges Unternehmen, das der Kaiser dort begonnen hat. Insofern sind wir weiter hier in dieser Sache zumindest Beobachter. So, und hier hatten wir gerade, oder hier hatte Fernando gerade befohlen, die Armee zurückzuholen, die hier erfolgreich gegen die Indianer gekämpft hat, aber er hat sich das nochmal überlegt. Und zwar wird er doch hier 10.000 Mann erstmal stationieren im Vizekönigreich Neukastilien. Die können wir mal direkt irgendwo vielleicht nach Veracruz oder so zurückholen. Ja, denn wir wollen doch nicht dieses Vizekönigreich so ganz alleine lassen. Es sind hier wahnsinnig viele neue Provinzen dazugekommen. Das bedeutet Überdehnung, das bedeutet Revoltenrisiko und so weiter. Und dieses kleine Vizekönigreich, das hat noch nicht viele Soldaten. Erst 5.000. Sie müssen erstmal eine richtige Armee ausbauen und dann können wir sie, glaube ich, alleine lassen. Wir können uns das mal anschauen. Sie können, glaube ich, ja, Neukastilien, sie können bestimmt deutlich mehr haben als diese 6. Kastilisch-Westindien hat schon 13 Einheiten, also da ist sicher mehr drin. Aber die müssen sie erstmal ausbilden und solange werden wir dort zumindest mit 10.000 Mann helfend absichern. Soweit so gut. Dann natürlich, ich habe es mal wieder übersehen, hier ist ein roter Fleck entstanden in New Orleans. Ihr habt es sofort erkannt, die Engländer sind da. Nachdem sie sich hier schon unten angesiedelt haben, in einer Kolonialregion, die mich aber eher weniger interessierte, sind sie nun hier hingekommen. Und diesmal zumindest etwas geschickter haben sie das gemacht. Wir schauen uns das mal an. Sie sind in der Kolonialregion Louisiana, wo ich noch überhaupt nicht war. Und insofern werde ich jetzt diesen Wettlauf um diese Kolonien mal aufnehmen. Ich werde also die nächsten Kolonien hier direkt ganz aggressiv
in der Nähe der Engländer aufbauen, mit dem Ziel, schneller als sie die Kolonialnation zu erhalten und damit noch diesen kleinen Bonus vom Vertrag von Tordesillas zu bekommen. Ich bin mal gespannt. Die nächste Kolonie, die fertig wird, sollte St. Thomas sein, hier unten. Und dann werden wir also hier anfangen. 2000 Mann haben wir Gott sei Dank hier noch stehen. Insofern kein Problem. Gut, das dazu. Und dann, tja, dann will ich mit Kastilisch-Westindien nochmal Beziehung ein bisschen verbessern. Das ist etwas abgekühlt. Da müssen wir mal aufpassen. Sonst gibt es da möglicherweise Freiheitsbestrebungen, die wir nicht wollen. Wie sieht es hier überhaupt aus? Ja, der kann auch mal nach Hause kommen. In der Bretagne ist nichts mehr zu holen. Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar hier hinten in den Weihnachtsinseln. Da sind jetzt, ich glaube, da waren vorher keine Eingeborene. Jetzt sind aber 100 zumindest da. Und ich glaube, es ist doch besser, wenn wir hier irgendwie zumindest 1-2000 Mann auch dort in dieser Region haben. Deswegen werde ich jetzt mal Folgendes tun. Ich werde hier in diesen Provinzen jeweils ein Infanterieregiment rekrutieren. Und hier oben bei uns zwei Transportschiffe, die dann entsprechend dahin transportieren sollen. So, machen wir es mal auf diesem Weg. Flöte. Und hier auch noch eine Flöte hinterher. Gut, liebe Freunde. So, jetzt haben wir erstmal die wichtigsten Entscheidungen wieder getroffen. Ansonsten ist das große Ziel, ich hatte es das letzte Mal schon angekündigt, eine ausreichend große Flotte aufzubauen, damit wir es mit den Engländern und tendenziell auch mit den Osmanen irgendwie aufnehmen können. So, hier gibt es Frieden zwischen den Tlaxalteten und den Zapoteken. Da gibt es Kriegsreparationen. Okay. Die Zapoteken werden Vasallen. Alles klar. Das bedeutet, das ist im Prinzip, wir schauen es mal an, es gibt eigentlich jetzt ein großes Bündnis oder Abhängigkeiten zwischen dem Rest dieser indianischen Staaten, außer den Mixteken. Was ist mit denen hier? Den Tlapaneken, aber die sind auch, die sind Vasallen von den Tarasken und die sind wiederum mit denen verbündet. Ja, in der Tat. Also das sind die einzigen, die jetzt hier noch... Ach, die sind auch noch im Krieg. Ah ja, alles klar. Also es sieht ganz so aus, als würde, das ist meine Vermutung, dieser Rest der indianischen Stämme sich zu einem großen Bündnis zusammenfinden und damit eine Bedrohung durchaus für Neukastilien darstellen. Und auch das insofern ein Argument dafür, hier Truppen zurückzubehalten. Gut, wo ist die Flotte? Kommt sie bald an? Erstmal in St. Martin gibt es Zucker. Hervorragende Neuigkeiten. Und wir haben wieder Kriegsgründe gegen heidnische Wilden. Ungarn ist jetzt verwestlicht. Gut, Fuaf will die Ehe, das kennen wir schon, das Thema. Und ansonsten warten wir jetzt mal auf die große Flotte, die jetzt dort angelegt ist, genau. Und jetzt teilen wir mal die Armee, aber ich will sie nicht direkt teilen. Ich will wirklich, na, die Artillerie, die brauchen wir hier nicht. Wie machen wir es jetzt am besten? Wir lassen hier 8000 Fußsoldaten und 2000 Kavallerie. So, und dann wieder in die Schiffe. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass wir diese Flotte einfach auch direkt mal teilen. Achso, da können wir auch mal den Teilen-Button nehmen. Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er das irgendwie clever hinkriegt. Wenn ich jetzt hier auf Einschiffen gehe, ob er dann auch nur die eine Flotte nimmt. Tja, hier. Welche Flotte ist es denn jetzt? Ist jetzt schwer zu sehen, wo er jetzt die Soldaten drauf hat. Lassen wir sie mal ein bisschen... Ja, hier sind sie drauf. Alles klar, wunderbar. Die werden dann ab
segeln in die Heimat nach Andalusien. Gut. Oh, wir haben endlich wieder einen neuen Kardinal, wieder 4. Das ist sehr schön. Wir sparen ja immer noch fleißig auf Legitimität, auf die wir angewiesen sind. Ich werde dann auch noch mal was zu diesem Thema Spanien sagen. Wir haben offenbar neue Wilde entdeckt. Tja, und wie geht's hier weiter, meine Herren? Oh, das geht, da fällt eine Provinz nach der anderen hier in Österreich. Hic sunt Draconis, das kennen wir schon. Entweder wir bekommen militärische oder administrative Macht, und ich nehme administrative, unterstützen wir ihren Krieg gegen die Bestie. Mann, Mann, Mann. Also so sieht man Österreich selten scheitern, muss man mal so sagen. Die nächsten Provinzen kapitulieren. Minus 61% ist schon der Kriegsstand. Und wir, liebe Freunde, wir sind mal wieder hier richtig... Ach, wir waren mal wieder extrem unaufmerksam. Und es gibt nationalistische Revolte in Algerien. Und jetzt brauchen wir aber dringend unsere 10.000 Mann. Ach, verdammt. Das ist natürlich ärgerlich. Wo befinden sie sich? Sie sind bald da. Ach, Leutchen, Leutchen, wie machen wir das am besten? Wir sollten als erstes mal den Sold wieder erhöhen. Die 6.000 Mann ziehen wir schon mal runter. Tja, das werden wir wohl vermutlich haushoch verlieren, und wir werden nirgendwohin fliegen können, weil wir auch keine Transportflotten oder sowas haben. Die ist leider noch weit entfernt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auch noch ein, wahrscheinlich ein sehr guter Anführer auf der anderen Seite. Oh ja, Nahkampf 3, das ist nicht schlecht. Aber erstmal haben wir einen waghalsigen Freibeuter. Das kennen wir, glaube ich schon, genau. Und auch hier wähle ich wieder die Auswahl. Gesetze und Abkommen sind sowieso mehr als Referenzen anzusehen. Wunderbar, Freibeuter-Effizienz plus 15%. Gut, die Schlacht von Oran haben wir verloren, und damit sind unsere Truppen vollständig vernichtet. Und jetzt ist die spannende Frage, wie gehen wir gegen die Leute hier vor? Das sind, boah, auch noch eine Kanone dabei. Das ist natürlich richtig bitter. Wir werden mal erstmal unsere Galeeren hier rausführen. Die können dann zumindest unterstützen hier von Seeseite. Aber wir haben leider nur 10 Transportschiffe. Nee, wir müssen einfach die andere Transportflotte jetzt doch holen. Die 10.000 Mann lasse ich trotzdem mal da. Damit komme ich schon irgendwie klar. Die bringen wir jetzt auch nach Andalusien oder vielleicht gleich hier nach Granada. Genau wie die große Flotte auch. Die bringen wir auch nach Granada. Ja, und dann müssen wir wohl oder übel erstmal neue Infanterie ausheben. Hilft nichts. Wir wurden ja richtig erwischt jetzt hier. Kalt erwischt. So, noch eine. Naja, und dann müssen wir anlanden. Und das wird wieder Fernando der Fünfte machen. Köln ist reformiert. Wow. Gut, das sind unsere 10.000, aber das wage ich jetzt nicht. Einfach 10.000 gegen 10.000. Da gehen wir doch jetzt mal auf Nummer sicher, zumal wir auch Zeit haben. So schnell sind die nicht. Ach, was für ein Ärger immer mit diesen Rebellen. Als ich das letzte Mal geschaut hatte, war es noch 2 Jahre hin bis zur Revolte. Naja, so ist das manchmal. Und abtrünnige Freibeuter sind ausgelaufen. Das ist sehr schön, weil das erhöht jetzt nochmal unsere Handelseffizienz und dementsprechend unsere Einnahmen. Sehr. So, das ist diese kleine Flotte, die wir schicken wollten zu den Weihnachtsinseln. Die führen wir da mal zusammen. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die
Zweite Transportflotte, aber die braucht noch ganz schön lange, ehe sie da sein wird. Tja, oder die Frage ist, riskieren wir es mit 12 Schiffen gegen 12? Ah, das ist mir zu risky. Ne, wir warten. Es gibt keinen Grund, jetzt in Hektik zu verfallen. Wir warten ganz geduldig auf diese große Flotte und die 2000, die schicken wir erstmal hier ans Kap, weil dort warten schon die Soldaten auf uns, die wir auf die Weihnachtsinsel schicken wollen. So, und hier sind zumindest die 7000 Mann jetzt mal beieinander. Und tja, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir die am besten zusammenstellen. Ich denke, die kommen mal dahin. Und dann gucken wir mal, wie viel wir schon haben. Und wir haben wieder das Langschwein. Ach du Schreck. Das war dieses Menschenessereignis, wo man, naja, nicht so ganz klar ist, wo das Fleisch herkommt. Und entweder wir verlieren diplomatische Macht oder die Meinung unserer Verbündeten oder beziehungsweise unserer Nachbarn ändert sich um minus 50, was eine Menge ist. Aber ich nehme doch lieber das als minus 100 diplomatische Macht. Das gefällt mir noch viel weniger. Also betet, dass der Konquistador seinen Mund hält. Aber den hält er offenbar nicht. Den hält er offenbar nicht. Sonst wird es nicht diesen Beziehungsmali geben. So, und wir haben eine Erkundung beendet. Und das ist insofern interessant gewesen, weil er sich jetzt tatsächlich hier einen Weg gebahnt hat und wir damit eigentlich komplett den Seeweg um die Welt entdeckt haben. Wow. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt schon soweit ist, dass wir nochmal die Erkundung der neuen Welt riskieren können. Ich glaube, wir werden nochmal ein bisschen weiter erkunden. Und zwar lasst uns mal hier systematisch vorgehen. Tja, lasst uns mal die Küstenerkundung, Gewässererkundung Bengalen vornehmen als nächstes. Gut, so, wo ist jetzt diese maledeite, vermaledeite Transportflotte? Erst in der westlichen Saragossa-See. Aber immerhin eine gute Nachricht. St. Thomas ist jetzt selbst erhalten. Sehr schön. Und wir können uns hier die nächste, tja, die Kolonie. Das hatte ich angekündigt, dass wir hier ganz aggressiv vorgehen. Ich muss noch mal kurz schauen. Aha, diese drei gehören alle dazu. Die nicht. Das heißt, wir haben jetzt die Auswahl, wo wir anfangen. Und wir fangen mal hier im Biloxi an. Wollen wir noch nicht direkt an die Grenze gehen? Wir senden unseren Kolonisten und wir senden auch diese 2000 Mann dorthin, dass die schon einmal für Ordnung sorgen können. Gut, zurück zum Festland. Die Truppen sind immer noch nicht zusammengekommen. Und jetzt haben wir immerhin schon mal 15.000 beieinander. Wie sieht es hier in Oran aus? Minus 42%. Ja, das könnte ganz gut was werden. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal 5000 abknapsen. Und da nehme ich jetzt doch die gesamte Kavallerie und die eine Infanterie. Und damit gehen wir dorthin. Und damit haben wir unsere Interventionseinheit zusammen. Sehr schön. So, währenddessen sieht es immer übler aus hier für Österreich. 64% schon. So, Leute, wo bleibt die Flotte? Da ist sie. Das schaffen wir. Ach, was ich schon auch noch machen könnte, ich könnte den Anführer bestimmen und das wird Fernando, aber der ist zugeteilt. Wieso ist er zugeteilt? Wo befindet sich Fernando? Der zweiten Armee ist er zugeteilt. Und wo ist bitte die zweite Armee? Ach, da. Na toll. Da habe ich ihn gerade nicht. Kein Anführer. So. Nicht ausgewählt. Fernando. Sehr schön. Der König wird sich wieder um die Rebellen kümmern. So wie sich das gehört.
Der Vorteil ist von diesen Rebellionen, da hat man dann erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe, wenn man die Unruhestifter erledigt hat. Ist ja auch eine gewisse Taktik, erstmal es zu einer Revolte kommen zu lassen, zu einer kontrollierten Revolte gewissermaßen, um dann die Redelsführer und alle, die dazugehören, zur Rechenschaft zu ziehen. So, wir ordnen das dem Transportschiff zu und wir fahren hier rüber. Und dann kommt es zur Schlacht. Auf geht's. Ja, es wird auch höchste Zeit. Wir sind schon bei 0%. Insofern werden wir uns das jetzt mal zu Gemüte führen. Minus 2 Überquerung, aber immerhin hat Fernando. Das sieht gut aus. Fernando kämpft hervorragend. Oh Mann, er könnte eigentlich der Beinamen der Rebellenschlechter oder sowas bekommen. Den Beinamen. Ja, wunderbar. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Wir werden hier trotzdem wieder eine Armee da lassen. Und zwar Achso, wir haben sie gar nicht zusammengefügt, sehe ich gerade. Das mache ich jetzt nochmal. Und jetzt lassen wir 7000 hier und mit dem Rest verschwinden wir wieder. So. Mit dem Rest geht's auf die Schiffe. Geht aber im Moment nicht, weil wir die Schiffe nicht an Bord haben. Ach Gott, wo ist die Flotte? Hier ist sie nicht. Hier ist sie. Wir haben die Schiffe nicht im Hafen, wollte ich sagen. So. Die wollen wir aufs Boot bringen. Und dann hier rüber nach Granada. Und dann haben wir die Sache erstmal wieder geritzt. Wie sieht es hier jetzt aus? Ja, Unruhe ist jetzt erstmal für eine Zeit auf 0%. Kroatien wird verwestlicht. Oder will sich verwestlichen, besser gesagt. So, in Alabama sind wir angegriffen worden. Und hier ist unsere Hauptarmee. Und die geht jetzt auch mal wieder in die Hauptstadt nach Toledo, zusammen mit den zwei Kanonen. Hier warten wir erstmal noch die Reparaturen ab und schicken dann trotzdem wieder die 10 Schiffe nach Übersee, um dort irgendwann... Oh! Verdammt, hier habe ich auch nicht aufgepasst. Hier hätten wir schon längst hilfreich eingreifen können. Hier sind nämlich tatsächlich Rebellen. Wie ich es erwartet habe. Uiuiui. Ob wir mit unseren 10.000 klarkommen ohne Anführer, das werden wir sehen. Hier müssen wir ordentlich... Hier müssen wir aber richtig helfen, meine Herren. Hier ist sogar schon eins erobert worden. Uiuiui, ja, da hätte ich früher gucken müssen. Das sieht ja ganz übel aus, hier schon 7%. Da haben wir zu tun, da haben wir zu tun in der nächsten Folge. Bleibt dran, macht's gut, euer Steinball.